So einfach ist es gar nicht. Die Genialität und die Mystik, welche sich seit Jahrhunderten um die Ninjas dreht, zu erzählen und zwar genauso, wie sie in Wirklichkeit existiert haben. Verlässliche historische Quellen über die Ninjas gibt es kaum. In den meisten seriösen Werken zur japanischen Geschichte wurden die Ninjas immer ausgeklammert. In diesem Video werden wir einen Tag in der Haut eines legendären Ninja verbringen. In den nächsten Minuten gehen wir ca. 600 Jahre in die Vergangenheit und tauchen in das feudale Japan ein. Los geht's! Um das Leben als japanische Ninja besser nachvollziehen zu können, stelle ich euch unsere Hauptfigur in diesem Video vor. Ashikata Nakamura. Ein echter Ninja, welcher in einem kleinen Dorf namens Koka, westlich der Großstadt Nagoya lebt. Draußen schreiben wir das Jahr 1450 nach Christus. Rund um unseren Ashikata sind altertümliche japanische Dorfhütten, genau so wie ihr euch das vorgestellt habt. Die Einwohner in diesem Dorf sind hauptsächlich mit dem Reisanbau beschäftigt und trinken an kalten Abenden den japanischen Sake, ein alkoholhaltiges Getränk, welches aus der Gärung von Reis und Zucker gewonnen wird. Doch was ist das Geheimnis dieses auf den ersten Blick unscheinbaren Dorfes? Das Geheimnis ist, dass sogar die grimmigsten und abgefrorensten Verbrecher von ganz Japan nicht in ihren schlimmsten Albträumen einen Fuß in dieses Dorf setzen würden. Die Herrscher und Adligen aus den Umlanden des Dorfes schicken unserem Ashikata Nakamura und seiner Familie regelmäßig Geschenke. Das ist doch alles irgendwie suspekt, nicht wahr? Doch der Grund ist, dass das ganze Dorf Koka von Ninjas bewohnt wird. Einschließlich Ninja-Frauen, welche die Ninja-Fähigkeiten ebenso gut beherrschen. Erinnert ihr euch an unser Video über das Leben der Samurai? Dort erzählte ich euch über das strenge Kastensystem in der Gesellschaft des feudalen Japans. Die höhere Kaste waren die Samurai, welche sogar das Recht besaßen, jeden zu töten, ohne dafür belangt zu werden. Weiter unten waren die Händler, dann die Bauern, dann die Handwerker. Ganz unten waren die Barakuminen. Ja, sozusagen im feudalen Japan die Menschen zweiter Klasse. Doch für uns ist das nicht wichtig. Was wichtig ist, ist, dass die Ninjas vom Kastensystem unikal und individuell waren. Das heißt, dass die Ninjas gar keiner einzigen Kaste angehören. Unser Ashikata Nakamura lebt wie alle anderen Repräsentanten des Ninja-Berufes in einem getrennten Dorf. Und sozusagen kann er sein, wer immer er mag. Der größte Teil der Ninjas im feudalen Japan imitiert oder spielt den Bauern als Bedeckung in der Öffentlichkeit. Manche verkleiden sich als Händler, die Meister der Ninjas geben sich sogar als Samurai aus. Das Allerwichtigste für einen Ninja ist sein Clan. Unser Ashikata gehört zu der Familie Nakamura und dieser Clan gehört zu der legendären Allianz der 50 Clans in Koka. Die Ninjas haben also einen kleinen Ministaat in ihrem Dorf und im Umland errichtet. Das Dorf oder später die Stadt Koka existiert bis heute noch in Japan. Dort können die Touristen als Attraktion die Geschichte dieses Clans und das Leben als Ninja vor Ort nachahmen. Doch leider hat die Attraktion nichts mit dem wahren Leben der Ninjas zu tun. Dort wird euch angeboten, sich ein enges Ninja-Kostüm anzuziehen, ein paar Shuriken-Sterne zu werfen und mit übergroßen Schuhen auf Wasser zu gehen. Doch in Wahrheit hat unser Ashikata Nakamura seine Familie und die Allianz der 50 Clane von Koka damals vor 600 Jahren weitaus epischere Aufgaben gelöst als das. Vom 10. bis zum 17. Jahrhundert nach Christus, im Laufe der 700 Jahre war Japan die feudale Hölle. Die Herrscher der verschiedenen Städte und Provinzen waren ständig miteinander im Krieg. Und genau unter diesen Bedingungen suchten die Menschen nach Vorteilen. Vorteile, welche einem ermöglichen, einen hohen Würdenträger blitzschnell und lautlos auszuschalten, Streit zwischen zwei Parteien auszulösen und damit seinen eigenen Krieg zu gewinnen und das ohne einen einzigen Tropfen Blut zu vergießen. Es ist nicht schwer zu erraten, dass genau dieser Vorteil die Ninjas wurden. Genau deswegen wurde es ihnen erlaubt, separat von den anderen Kasten Japans zu wohnen und keiner störte sie. Unserem Ashitaka Nakamura Ninja zu nennen ist nicht ganz korrekt. Zu dieser Zeit nennen sich alle Repräsentanten dieses Berufes Shinobi Nomen oder abgekürzt Shinobe. Das Wort Ninja wurde in China etabliert und kam dadurch zu uns nach Europa.
Wenn die japanischen Buchstaben für Shinobi auf Chinesisch gelesen werden, kommt dabei das Wort Ninja heraus. Und genau die Menschen aus China haben die geheimnisvollen Auftragskiller weltberühmt gemacht. Unsere Hauptfigur Ashikata Nakamura, einen Auftragskiller zu nennen, ist auch nicht ganz korrekt. Ashikata gehört eher zu einem Aufklärungstrupp oder einer Spezialeinheit. Das Töten von Menschen war vielleicht nur 10% der Arbeit von Ninjas. Die anderen 90% sind Aufklärung, das Stehlen hochvertraulicher Informationen, Brandstiftung, das Vergiften von Wasser und andere Freuden des Lebens eines Spions. Die Charaktere, welche heute in den Hollywood-Filmen gezeigt werden und mit ihrer Kleidung eher einem Karnevalskostüm ähneln, haben nichts gemeinsam mit unserem Ninja Ashikata. Denn im feudalen Japan kann man nicht einfach so Ninja werden, man wird als Ninja geboren. Mutter und Vater, nachdem Ashikata auf die Welt kam, begannen gleich mit dem Training. Der Korb des kleinen Kindes wurde in verschiedene Richtungen gedreht, so dass es unterschiedliche Körperhaltungen zur Verteidigung einnehmen konnte. Das Ziel war bei Ashikata, Reflexe zu trainieren. Später wurde der Korb gekippt. Wenn das Kind herausfällt, landet es sicher und unverletzt auf allen Vieren. Die nächste Etappe war kein spartanisches Training. Es war die Lesung und das Studium von Kunst und Wissenschaft. Denn ein Ninja muss alles wissen. Sogar wie man aus den einfachsten Mitteln eine explosive Waffe baut. Ashikata kennt sich wie alle anderen Ninjas äußerst gut mit der Chemie aus. Er kann alle militärischen Karten jeder Art lesen und sich diese einprägen, kann verschlüsselte Dokumente wieder entschlüsseln. Zusätzlich ist er noch ein geübter Schauspieler, welcher sich als jeder erdenkliche Mensch des feudalen Japans verkleiden kann. Als Händler, Bauer, Samurai oder sogar hoher Beamter. Ein Ninja kann sich äußerst gut verstellen, um nur näher an sein Ziel zu kommen. Genau aus diesem Grund haben die modernen Schulen der Ninjas wenig gemeinsam mit den Ninjas des feudalen Japans. Die Shinobi können eher mit einem idealen Spion verglichen werden und weniger mit einem Krieger. Die legendäre Kampfkunst Ninjutsu ist in seiner ursprünglichen Form die Lehre, sein Ziel zu erreichen. Und zwar egal mit welchen Mitteln, als Gegensatz, wie es heute gelehrt wird, als eine Kampfkunst der Selbstverteidigung. Das Rumfuchteln mit den Fäusten wurde den feudalen Ninjas beigebracht, doch diese schenken dem nicht allzu große Aufmerksamkeit. Und warum denn auch? Wenn man sein Ziel mit einem ganzen Arsenal an Waffen lautlos ausschalten kann. Eine wichtige Übung war das Sehen bei Nacht. Unser Ashikata wurde als Kind in eine dunkle Höhle gesetzt, damit sich seine Augen schnell an die Dunkelheit gewöhnen. Und zwar alles, damit die Dunkelheit der neue Freund von unserem Ninja wird. Eine andere Übung war das Trainieren einer wahnsinnigen Geschwindigkeit. So wurde ein Strohhut zunächst auf seine Brust gelegt. Über eine vorgegebene Strecke muss er so schnell sprinten, dass der Strohhut durch den Luftdruck nicht von seiner Brust fällt. Wenn der Strohhut am Ende der Strecke nicht abgefallen ist, ist mit der Geschwindigkeit und der Technik alles in Ordnung. Ein wichtiger Bestandteil jedes Ninjas ist seine Ausrüstung. In 90% der Fälle, in denen unser Ashikata auf Mission ist, sieht er aus wie ein gewöhnlicher Bauer. Keine schwarzen Anzüge und kein Langschwert-Katana. Das Katana als traditionelles Schwert der Samurai wird von den Ninjas gar nicht verwendet. Denn dieses zieht zu viel Aufmerksamkeit auf sich. Jeder Vorbeigehende stellt unserem Ninja die Frage, wo hast du als Samurai gedient und wer bist du überhaupt? Die Lieblingswaffe unseres Ashikata ist das Kusarigama. Die Kusarigama ist eine gebogene, einschneidige, sichelförmige Klinge. Die Klinge ist an ihrer Schneideseite meistens gerade und der Klingenrücken ist konvex gebogen. Der Stab besteht in der Regel aus Holz und ist rund. Die Längen und der Durchmesser der Klinge können variieren. Am Ende des Stabes ist eine Kette befestigt. Am Ende der Kette hängt ein Metallgewicht. Es gibt verschiedene Versionen, bei denen die Klinge einem Taschenmesser sehr ähnelt und so aus dem Holzstab ausgeklappt werden kann. Mit dem Kusarigama kann jeder Körperteil abgehackt werden, einschließlich des Kopfes. Ein großer Vorteil dieser Waffe ist, dass es im auseinandergebauten Zustand wie ein Werkzeug eines gewöhnlichen Reisbauern aussieht. Die Kriege im feudalen Japan entflammen sich zurzeit fast überall und jeder Bürger, welcher in eine befestigte Stadt eintreten will, wird strengstens auf Waffen durchsucht. Ein armer Bauer in Lumpen mit einem kleinen Sichel fällt so gut wie gar nicht auf. Die berühmten schwarzen Kostüme hat weder unser Ashikata noch die anderen Ninjas angezogen. Dieser Anzug kann gar nicht so gut mit der Dunkelheit verschwimmen, wie heute viele denken. Die Kostüme der Ninjas für die Nachteinsätze waren entweder braun, aschgrau oder dunkelgrau.
Diese Farben können schon viel weniger in der Dunkelheit erkannt werden. Die legendären Wurfsterne, Shuriken, werden nicht von allen Ninja-Clans verwendet, denn die Strategie der Ninjas beruht auf Logik und Rationalität. Die Ninjas nutzen Waffen, welche einen Vorteil durch die Technologie bringen. Das heißt, erste Pistolen und Gewehre, welche im 15. Jahrhundert nach Christus im feudalen Japan eher unverbreitet waren. Unser Shikata wurde in nur allen Kampfkünsten, welche überhaupt existiert haben, ausgebildet. Doch mit dem Ziel, diese geheim zu halten und nie zu zeigen. Angriff von hinten, Kämpfen in engen Räumen, wie Tunnel oder Schächten oder das Anwenden von Giften. Alles ist dabei. Die modernen Ninjas mit den Karate-Tänzen können hier nur schwer überleben. Circa 200 Tage von 365 Tagen im Jahr trainiert unser Shikata und führt ein Leben als gewöhnlicher Reisbauer. Ein Europäer, welcher mal nach Japan kommen würde, hätte nicht mal verstanden, in welches Dorf er gerade gekommen ist. Doch alle lokalen Fürsten wissen, an wen sie sich bei militärischen Konflikten wenden müssen. Zum Beispiel der Shogun namens Tokugawa, was in Europa ein Graf oder ein Herzog ist, bereitet sich auf einen Krieg vor. Sein Gegner ist ein anderer Shogun namens Arigashi. Dieser hat eine Armee, welche zurzeit das Dreifache an Soldaten hat als die von Tokugawa. Tokugawa weiß nur einen Ausweg und schickt seine Boten in das Dorf Koka. Diese Boten haben eher was mit einem gepanzerten Konvoi, welcher vollgeladen ist mit Gold und Nahrung, wirklich etwas gemeinsam. Bei ihrer Ankunft in Koka übergeben die Boten ihre Geschenke an die Anführer der Ninjas und bitten diese um Hilfe. Den Ninjas gefällt die Riesensumme an Geschenken. Unser Ashikata wird von der Familie Nakamura gerufen, um in einer Einsatzbesprechung teilzunehmen. So packt Ashigawa seine Sachen und begibt sich in die Stadt des Shoguns Arigashi. Weil diese Stadt schon ahnt, dass es bald Krieg geben wird, gleicht sie einer stark bewachten Festung. Und denkt ihr, ob einer der Wachen irgendwelche Fragen bei der Durchsuchung eines armen Bauerns mit einem Strohhut und einem Sichel am Haupttor hat? Natürlich nicht. Und so gelangt unser Shikata leicht in die Festung. Dort hält gerade der Shogun Arigashi eine Audienz ab zur Vorbereitung des Krieges und wie man Reis besser anpflanzen kann. Ashikata findet in einer Hütte Schießpulver, um später ein schreckliches Feuer zu legen. Unter den anderen Bauern der Stadt streut Ashikata das Gerücht, dass die Samurai bald die Festung angreifen könnten. Doch er geht weiter vor. Durch das Ausschalten eines Waffenhändlers nimmt er seine Waffen, seine Kleidung und gibt sich als er aus. Er geht aus der Stadt raus und fährt in das Lager der Samurai. Dort erfährt er die Namen der Anführer, deren Wohnhäuser und andere Details. Dann kehrt er wieder in die Stadt von Arigashi zurück und entfacht weiter die Gerüchte mit der neuen Information. Nachdem er mit seinem Sichel die Wachen erledigt hat, dringt er in das Arbeitszimmer von Arigashi vor und stiehlt alle Karten über den geplanten Krieg, Informationen zu der Anzahl der Krieger und deren Bewaffnung. Als letztes streut er etwas Schießpulver auf die Kleidung des Generals, um bei seinem nächsten öffentlichen Auftreten diesen durch einen Brandpfeil anzuzünden. Alle Einwohner sehen, wie der General in Flammen aufgeht und stirbt. Alle denken, dass es das Werk des Samurai ist. Und alle sagen von nun an, dass es keine gute Idee ist, sich mit dem Samurai anzulegen. Die Armee ist nun demoralisiert und über einen geplanten Krieg kann keine Rede mehr sein. Und wenn doch, hat unser Ninja Ashikata alle Karten und genauere Informationen über die feindliche Armee nach Koka gebracht. Diese Geschichte erinnert uns mehr an einen James Bond Film, nicht wahr? Doch in der Realität sah genau so ein typischer Tag im Leben eines Ninja aus. In Wirklichkeit haben genau die Ninjas dem legendären Shogun Tokugawa geholfen, ganz Japan unter seine Herrschaft zu stellen. Doch im Jahre 1620 nach Christus wurden die Ninjas verfolgt und hingerichtet. Alle Bücher über ihre Lehre wurden verbrannt. Aus diesem Grund ist es sehr schwierig, die wahren Ninjas zu beschreiben. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn ja, lass bitte ein Abo und Daumen hoch da. Bis bald, dein Kanal History Check.